Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Gloxen, das ist 20XTX und wir haben Sonntag, den 17. Februar 2019. Es ist die Daily Challenge dran. Es ist eine gerade Kalenderwoche, das heißt, ja, wir sind da richtig mit dem Ace hier, ausgezeichnet. So, schon mal kurz vorneweg. So sieht's aus, wenn der Ace sich nach links und vor allen Dingen nach rechts und vor allen Dingen nach links bewegt, ja. Und das hört sich so an. Ich mache dazu mal kurz die Musik auch aus. Also ich habe jetzt den Controller ein bisschen näher dran, damit man das hört, ja. Also so hört sich das an, wenn er nach links und nach rechts geht, wenn ich den Controller ans Mikro rannehme. Das ist sehr wichtig, denn so sieht es aus. So sieht es aus und hört sich an, wenn ich im Menü nach rechts bewege. Und so sieht es aus und hört sich an, wenn ich nach links bewege. Man hört es, aber man sieht es nicht. Und nach oben genau das Gleiche. Nach unten geht's. Nach oben nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das schon im Discord von 20XTX angesprochen. Und da kamen Schulterzucken und betretenes Schweigen. Die haben auch keine Ahnung, woran es liegt. Im Spiel funktioniert's. Schau mal, wenn ich mich jetzt... Nee, hier nach unten geht's nur mit dem Sprung und nach oben. Ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwo, also nach links geht es vor allen Dingen die Bewegung, ja? Aber im Menü nicht. Nach oben weiß ich jetzt nicht, ob es im Spiel genauso ist. Warte mal, wir haben doch hier Mutatoren. Ich werde mal, achso, Entschuldigung, scheiße. Noch mal ganz kurz irgendwo hingehen, wo ich Mutatoren auswählen darf. Das ist ja irgendwas mit Hardcore. Hier, das zum Beispiel. Nee, Quatsch, die sind, nein, da wollte ich doch gar nicht rein. Warte mal kurz. Ist das im Spiel genauso? Ja, ich kann nicht nach oben. So, nichtsdestotrotz, wo bin ich denn jetzt? Es kommt noch dazu, ich habe jetzt die ganze Woche über Zelda Breath of the Wild gespielt für die Switch und da sind Bestätigen und Abbrechen sind umgedreht. Also wenn ich hier das ab und zu mal bestätige, anstatt abzubrechen, dann ist das voll meine Schuld, weil die Tasten anders belegt sind. So, ja, really quit, verdammt nochmal. Ich wollte auch bloß mal gerade Mutatoren auswählen. Dann werden wir das halt in der ersten Nina-Folge sehen, wenn es da geht, hier darum, Mutatoren hier auszuwählen. Na gut, bis jetzt im Spiel scheint es ja soweit zu klappen. Das heißt, wir machen jetzt die Daily Challenge, verdammt nochmal. Und das ist übrigens nicht mehr Vormittag. Ihr werdet es gemerkt haben, denn das Spiel ist ja, beziehungsweise die Folge ist ja nun nicht Vormittag rausgekommen, sondern irgendwie was mit 16, 17 Uhr wahrscheinlich. Das liegt daran, weil ich den ganzen Vormittag probiert habe. Der greift nicht an. Ach so, falsche Taste. Die Zelda-Belegung. Ja, willst du, das habe ich in Schrecken gekriegt. Den ganzen Vormittag habe ich probiert, dieses verdammte Spiel zum Dingsen zu kriegen. Und bis ich gemerkt habe, dass es wirklich bloß im Menü so ist, war es dann Mittag und dann musste ich los. Ach so, jetzt kann ich auch endlich mal wieder sprinten. Oh Gott, das ist jetzt so eine Umgewöhnung gegenüber Zelda. Verdammt nochmal. Ich weiß schon, warum ich normalerweise nichts anderes spiele zwischendurch. Außer vielleicht Below. Das ist ja so eine Umgewöhnung. Und der hat auch kein Schild dabei, der Ace. Er hat kein Schild, ein Schwert hat er zwar, aber das war es auch schon. Nein, warte mal. Ich bin völlig verpeilt schon wieder heute. Ja, jedenfalls über Mittag habe ich es dann gelassen. Und bin dann so wie immer, ja, hallo Shop mit null Mutter, na toll. Bin dann raus, ich bin einfach raus. Es ist wunderschönes Wetter draußen, 20XTX ist es geschuldet. Rennt der immer hinten lang, hinter den Gegenständen? Oder ist das jetzt auch zum ersten Mal? Ist ja seltsam, mir noch nie aufgefallen. Leisten können wir uns eh nichts. 20XTX habe ich es verschulden, dass ich heute Vormittag den Fehler gemacht habe, aus dem Fenster zu gucken und zu bemerken, dass es ja eigentlich recht sonnig und warm draußen ist. Und da bin ich dann halt raus und ein bisschen Inliner gefahren. Bis es dann Mittag zu meiner Oma zum Mittagessen ging. Und da bin ich dann wieder zurückgefahren, nachdem ich proppe voll war. Und dann, jetzt sitze ich hier. Das ist quasi vor 15 Minuten bin ich rein. Habe ich mal ganz schnell ein bisschen frisch gemacht. Ich hoffe, oh schön, direkt mal von vornherein hier nicht so oft getroffen werden. Das ist super. Jetzt bin ich rein und ich glaube, man hört es auch ein bisschen. So Sport geht auf die Stimme. Jedenfalls so, man merkt es, glaube ich, dass das regelmäßige, wie soll ich sagen, ja, leistungsmäßige Atmen geht dann doch ein bisschen auf die Stimmbänder. Bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Und ich hoffe, ich werde trotzdem die 3-4 Folgen hier heute aufnehmen können. Das muss nämlich definitiv noch durch, weil morgen ist wieder Below dran. Für Dienstag. Au. Das könnte ich nicht verkraften, hier voll zurückzuhängen.
und mal einen Tag nichts rauszubringen. Schon wieder nicht, vor allen Dingen. Hat ja schon mal einmal letztens geklappt. Was war denn das für ein Sprung? Ach je, 11 Mutter, da hätte ich mir immer noch nicht leisten können im Shop, ne? So ein Mist aber auch. Gut, ja, so viel dazu. So viel dazu soweit erstmal. Hey, noch irgendwas? Ja, wollte ich heute sowas anführen wie, ich habe meine Mikroeinstellung mal wieder über den Haufen geworfen und neu einjustiert und hoffentlich hört man das nur positiv. Es sollte jetzt lauter sein als vorher, wo es lauter sein soll und nicht so laut, wo es sowieso schon laut war oder so. Und ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich hänge hier immer so ein bisschen knapp an der minus 1 Dezibel dran, ne? Und genauso soll es eigentlich auch geplant sein, vor allem wenn ich ein bisschen leiser rede. Ach Gott, jetzt habe ich mich gerade die letzten 5 Minuten so eingeschossen, dass ich permanent an der minus 1 hänge. Ist ja interessant. Ist ja interessant. In den Testdingern. Siehst du, dass deswegen Shop Sales, sehr schön, ein Sale pro Shop mehr ausgezeichnet. Was wollte ich jetzt sagen? Deswegen bin ich nicht dafür, kurze Testaufnahmen zu machen, aller Test, hier spreche ich mal was ein. Ja, weil da kommst du nicht auf das Stimmvolumen, was du in den Aufnahmen hast, wenn du dich nicht auf die Stimme konzentrierst, sondern eher auf das Spielgeschehen. Und da sieht man es mal wieder. Dann kann ich doch ein bisschen leiser drehen, so wie es aussieht. Außer es hört sich gut an. Weil eigentlich will ich es ja erreichen, dass das Leise fast so laut ist wie das Laute und das Laute nicht zu laut. So dass man das schön halt einpegeln kann, wie der Rest klingt. Oder so. Nehmen wir die Snomp da oben noch mit, ich glaube, ne? Ja, hast du schön gemacht. Hat er was? Er hat eine Mutter, das hat sich gelohnt. Oh. Sehr gut. Ach ja. Och Mann. Ja, das war's wert. Gib's zu. Ach je. Jetzt hätte ich gerne einen Shop. Verdammt. Sehr gut. Oder einfach mal 2 Armor. Das ist auch okay. Gibt's hier links noch irgendwas? Nein. Oh, scheiße. Nee, hätte ja klappen können. Ach Gott, gut. Ja, und von der Sache her. Es war zwar letzte Woche schön und gut, dass wir in der Weekly auch mal was gerissen haben. Aber es bringt uns halt fortschrittsmäßig nicht weiter. Ja, das ist immer so ein bisschen der Pferdefuß. Ich will ja eigentlich so schnell wie möglich, so viele wie möglich Chips freischalten, um Chips einsammeln, um so schnell wie möglich die permanenten Dinger freizuschalten hier für die Läufe. Und das geht aber nicht in den Dailies und Weeklies. Sondern, was habe ich jetzt eingesammelt? Power Damage, Scaled Up with Health, ausgezeichnet. Das geht nicht in den Dailies und Weeklies, weil es da bloß Muttern für solche Sachen gibt und keine Chips. Das heißt, ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen das eigentlich in den Nina und Ace-Läufen machen, dass wir da so weit wie möglich zu kommen. Was natürlich aber keinen Blumentopf wieder für die Dailies bringt und die Weeklies. Lock the Blocks. Mache ich. Versuche ich. Wenigstens versuchen. Das sieht doch soweit schon ganz gut aus. Ja, das ging wieder mitten rein, statt nur dabei. Warte mal, ich muss mich ein bisschen, ganz kleines bisschen konzentrieren, die letzten paar Sekunden noch, verdammt nochmal. Okay, jetzt haben wir bestimmt, wir haben noch einen Haufen. Komm, einen noch. Ach, danke. 2 Sekunden wären noch drüber gewesen. Dafür gibt es den Himbeerarm. Charger, Text eben Charger, sehr schön. Meine Güte. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich den Faden verloren. Jedenfalls am besten wäre es natürlich, wenn man sowohl in den Daily Weeklies als auch in den normalen Läufen immer schön den Endboss reißt. Aber das wäre wiederum langweilig. Finde ich. Wow. So, das heißt, wir müssen uns damit abfinden, kürzer. Ach scheiße, die Kiste hätte ich schon noch gerne. Komme ich denn an die ran? Au, ohne Schmerzen zu erleiden. Na Gott sei Dank liegt hier hinten noch was. Das heißt, wir müssen uns mit dem. Ah, da ist er. Fortschritt soweit erstmal abfinden hier. Oh, das ist hier, geht sogar runter. Und hier ist noch eine Kiste und da unten ist ein Shop. Mein Gott, na Gott sei Dank bin ich nochmal nach der Kiste gerannt. Gottes Willen. Das Blatt, ja, warum eigentlich nicht? Den Arm, your charge attacks, bla 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 bla. Charge attacks, trades energy for HP und power, nö. Attack damage scales up with health.
Das ist schön, das ist quasi wie das andere, nur anders. So, dann nehmen wir das Blatt für Speed und den Dingens für den, ne, weiß schon, das, was ich soeben vorgelesen hatte. Und dann geht das hier auch direkt weiter. Das hat leider nicht geklappt. Dafür hat es nicht gereicht. Gleich, warte. Gleich sind wir oben. Ohne noch weiter Schaden zu nehmen. Hui! Das war doof. Jetzt aber. Das mache ich nicht mit Absicht. Ehrlich. Noch mehr Armor. Ausgezeichnet. Wer kommt jetzt? Schon wieder vergessen. Kur? Nee. Der Perforator. Der Durchlöcherer. Da braucht er gar nicht so zu lachen. Können wir auch einfach mal Eis schmeißen. Wenn wir es schon haben. Och. Warte, gleich. Jetzt. Jetzt bin ich auch endlich mal zwischendurch die Woche dazu gekommen, sowohl Ralf Reichts 2 zu gucken, also Wrecked Ralf 2, als auch den zweiten Teil von Fantastische Biester und so Scheiß. Quasi Dumbledore Origin Teil 2. Was war's? Kartoffel, ne? Hm. Ach ja. Und von allen soweit hatte ich gehört, ja, der zweite Teil von Magische Biester und so weiter ist ja so voll verwirrend. Viel zu viel Handlung, viel zu viel Action, man kommt gar nicht hinterher. Fand ich jetzt nicht so. Muss ich sagen. Fand ich nicht so. Lag vielleicht daran, dass sie es im Kino geguckt haben, wo ich dann aber keine Zeit hatte und oder krank war oder sonst was und ich das jetzt halt ja auf dem etwas kleineren Bildschirm bzw. Monitor gesehen habe. Und damit meine ich natürlich Fernseher. Ich fand es nicht unübersichtlich. Ich fand es eigentlich ganz geil. Haben sie schön gemacht. So, wo will ich denn hin? Da lang. Ach, danke, Flap. Ganz toll gemacht. Hast du den armen Ace Auer abgefarmt hier. So, wo geht's denn da hin? Ist ja glatt mal gucken. Ich bin auch so neugierig. Au, na, hab ich zu lange gewartet. So, Muttern geben Leben. Ausgezeichnet. Jetzt muss ich bloß noch sicher zurückkommen, um das Ganze genießen zu können. Ja, Zelda Breath of the Wild. Herrlich. Herrlichst. Habe ich übrigens in 4K genossen. Und wer jetzt sagt, ja, die Switch, die kann doch gar kein 4K, da sage ich, ja stimmt, völlig richtig. Aber wer sagt denn, dass ich das auf der Switch gespielt habe? Und einfach nur nett. Das ist ein sehr nettes Spiel. So richtig anderes Zelda. Also das Wind Waker war ja jetzt von der Optik her anders, war aber doch relativ gleich noch quasi mit den Vorgängern. Was so Dungeons und den Aufbau und so weiter alles angeht. Und das ist ja so richtig anders. Open World und so und Sandbox und Sachen jagen und unterwegs Sachen kaputt hauen, die wieder da sind. Na gut, das ist beim anderen Teil auch so gewesen. Aber herrlich gemacht. Und mit Wetterwechsel und Tag- und Nachtwechsel. Und ja, ihr kennt das ja. So, Dashing Grants a Shield. Das wäre super. Der Sash wäre auch ganz gut. Aber Angriffsende. Das ist schon wieder so verlockend hier. Attack Damage scales up with health. Da haben wir schon mal das zweite Mal davon, ne? Nehmen wir doch glatt mit, weil wir haben nicht so viel davon. Und Dashing Grants a Shield. Wir würden das eh wahrscheinlich wieder austauschen, ne? Nachher. Was können wir uns überhaupt noch leisten? Das hier. Dann nehmen wir das doch. Alles klar. Das ist nicht das, was ich dachte, ne? Scheiße. Das sind die Doppelschwerter. Ich dachte, es wären die Doppelschwerter, die hier die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Aber Attack Damage up, Power Damage down. Na gut, damit kann ich auch leben. Ist okay. Wir attackieren ja mit unseren Powers nicht zum Töten, sondern zum Weg freiräumen. Also zum Fallen ausschalten quasi. So, und bisher läuft es auch hier auch soweit ganz gut. Obwohl ich ein bisschen in Tee bin. Von der Inliner-Tour draußen. Aber nur ein bisschen. Ich hätte was trinken sollen zwischendurch jetzt. Achso, hier waren wir ja schon drin. Na gut. Brauchen wir den Sash noch? Vielleicht, aber leisten können wir uns trotzdem nicht. So, erstmal die Twins. Da haben wir die perfekte Waffe dagegen.
Hatte ich hier zu denen eigentlich schon den Dingens? Das Achievement. Gab es da ein Achievement dazu? Guck mal, Nummer 1 wurde jetzt nochmal die mal schön live von den Eisschacheln erwischt. Ich will dich jetzt eigentlich mal mit den Dingern töten, alles klar. Gab es hier ein Achievement zu? Weil normalerweise gibt es Achievements, wenn man die mit ihren, ja, wie soll ich sagen, Schwachpunktkräften angreift. Keine Ahnung, entweder gab es dazu hier keins oder ich hatte es schon. Durchaus möglich. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal den Schild dazu, sehr gut. Und langsam aber sicher, hallo, Eternal Star. Langsam aber sicher bräuchte man auch ein bisschen mehr Leben. Oder so. Oder ein Repro oder drei. Aber zumindest, wir machen ziemlich gut Schaden, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Die gehen ja kaputt wie Butter hier. Ah, ja, schön reingelatscht. Ich wollte auch nur hoch zum Aqua. So, hopp. Ich stelle mich... ich wollte gerade sagen, ich stelle mich heute gar nicht so doof an. Aber nö. Warte. Aber nö, hier muss einem wieder einer den verbalen Ausrutscher versauen. Wie steht's eigentlich mit meinem... Ich habe 11 Angriff. Alles klar. Finde ich gut. Das kann nur besser werden. Das finde ich gut. Vor allem zweimal mit diesem... Ah, scheiße. Den, warum auch immer, diesen Laser hatte ich nicht gesehen. Au, du Sau. Das Schöne ist, wir werden nicht so oft getroffen, wie das vielleicht jetzt hier aussieht. Durch das Dingens, was wir eingesammelt haben. Light them up, alles klar. Auch hier sind wir voll im Vorteil, wenn wir nicht so oft getroffen werden können. Meistens jedenfalls. Bist du dreimal getroffen? Das kenne ich auch schlimmer. So, Beine. 2 Sekunden hovern. Ja, okay, warum eigentlich nicht? Haut mir zwar wieder die Ballistik durcheinander, aber naja. Was ist denn mit dir hier? Ach Gott. Lassen wir mal alle so viele Muttern fallen. Warum die Muttern nicht einfach auf dem Platz liegen bleiben können? Das wäre viel angenehmer. Ah! Schwein gehabt. Hab ich irgendwas getroffen? Nee, ne? Nee, nicht mal rückwärts, nicht mal Rückzug. Ha, Token. Nein, das wird nichts. Das versuchen wir gleich nochmal. Na toll. Ups. Ja, Hoovern manchmal ist schon, siehst du, interessant. Attack Kills might restore health. Ausgezeichnet. Das ist ja genau das, das ist ja genau mein Ding, Baby. Das ist ja genau das, weswegen wir die rote Rüstung nicht genommen haben. Hätten wir trotzdem nehmen können, war ja kostenlos. Oder? Nee, Blödsinn. Das war was zum Kaufen. Ich wieder. Schnecke wäre langsam gut. wird mir schon wieder alles so ein bisschen zu schnell hier. Au, falsche Richtung. In die falsche Richtung geguckt. Na, Sachen gibt's. Leben. Au. Ja, das war ein toller Angriff. So, alle gehen sie in den Bach runter hier. Noch mehr Rüstung. Habe ich was übersehen? Höchstwahrscheinlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Einen Token haben wir. Schade. So, Eternal Star. Alte Hippe. Alter Schrapnellfuchs. Das ging ja mal völlig daneben. Der hat gesessen. Jetzt können wir uns auch ranwagen, weil wenn er uns einmal trifft, dann sind wir erstmal ein bisschen unverwundbar. Das ist ganz gut so. Jetzt drehen sie uns schon wieder den Hyper-Sash an. Jo, wo sind wir denn gerade? Bei plus 4. Der macht, glaube ich, 6 oder 4? Och. 5. Okay, habe ich ja fast richtig geraten. Jetzt sind wir aber vertikal ziemlich gut unterwegs. Horizontal, meine ich. Hier nehmen wir das Leben. Und den ganzen anderen Krempel. Und dann geht es auch weiter. Ja, nach der Aufnahme hier, also nachdem
Daily-Versuch. Ach du Scheiße. Wir könnten doch erstmal den hier nehmen, ne? Wir haben noch nie heute den verdammten Schild benutzt. Ich hätte gern den Token. Das Ding nervt voll da hinten. Ich habe keine Energie. Mann. Ja, leck mich doch. Au. Okay, alles klar. Was wollte ich jetzt sagen? Schon wieder völlig vergessen. Au. Irgendwas wollte ich sagen, ich weiß bloß nicht mehr was. Ja, genau, nach der Aufnahme werde ich erstmal gucken, wie sich das mit dem Mikro jetzt, ach du Scheiße, anhört. Und dann noch ein bisschen dran rumdoktoren und das und bei der Weekly Challenge hört sich dann vielleicht besser an. Außer es hört sich schon gut an, das kann natürlich auch sein. Au. Ah. Was gibt's denn hier Schönes? Endlich mal wieder die Gläbe. Meine Fresse, das wird ein guter Tag. Wenn ich hier hochkomme. Wir haben noch 9 Leben. Alter. Ach, der Sash und das Eis. Weißt du? Das ist erstens ein wunderschöner Bandtitel. Der Sash und das Eis. Und zweitens beschreibt hier gerade super meine aktuelle Situation. Dass es einfach sehr schnell horizontal werden kann hier. War da unten noch was? Nö, ne? Nur der Automat. Okay. Au. Das war eine ganz schlechte Idee. So, jetzt auch. So, was gibt's denn hier? Fliehe. Na klar. Wir versuchen's. Scheiße. Hui. Ah. Oh, das gibt's nicht. Ich springe zu hoch. Das ist scheiße. Ich springe zu hoch und zu weit. Für diese Herausforderung. Da unten geht's runter. Ich hab's genau gesehen. Oh. Jetzt wird's interessant. Eieiei. Okay. Ebbe und Flut mit den Zeiten. Soll heißen, es wird alles durcheinander gewürfelt. Pro Level, glaube ich immer. Interesting times. Na dann. Das heißt, es kann sein, dass ich mal abartig viel Schaden mache. Es kann aber auch mal zwischendurch sein, dass ich mal ein Leben oder sowas habe. Eigentlich nicht nett für die Daily Challenge, aber ich teste sowas gerne. Ich ziehe interessant erfolgreich vor. Ich kann es gar nicht anders sagen. Was machst du jetzt da unten eigentlich? Ich komme nicht ran, warte gleich. Au, das war einmal zu viel. Der fetteste Käfer, den ich je gesehen habe. Okay. Ja, läuft. Wir machen unseren Schild an, dann mit den Eisdingern. Verträgt sich das super. Ach ja. So, wen haben wir jetzt? Schon wieder völlig vergessen. Pinguin hatten wir. Ich hab's wirklich vergessen. Ich könnte ja mal gucken. Visage. Siehst du, wusste ich's doch. Habe ich mir auch durchgängig gemerkt. So, Nut Holding increases damage. Das ist total toll. Nut Saving könnte man nehmen. Das war vorhin nicht Angebot, ne? Das war, ach, ich kann nicht nach oben. Ich kann nicht nach oben und nicht nach links. Warte. So, hier, den wollte ich. Choice Booster, alles klar. Shops erhalten einen weiteren Gegenstand. Nicht einen im Dingens. Im Angebot. Okay, das ist gut. Wir nehmen das mit den Werten. Weil es Leben gibt. Was gleichzeitig für uns auch jede Menge Angriff eigentlich geben sollte. Angriff? Ja. Warte mal. Wo ist es? Hier ist es. Attack Damage scales up with health. Genau, das meinte ich. Na gut. So, und dann generell Attack Damage wäre noch ganz geil. Und jetzt könnten wir uns noch die leisten. Das machen wir auch. Das heißt, bei Automaten kann es manchmal kostenlos sein. Aber nur manchmal. Okay, Visage. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, schön reingelatscht. Einfach eigentlich mal draufhauen. Und möglichst versuchen, wenig getroffen zu werden. Wie macht er das? Achso, mit dem Schweben, ne?
Das sieht ganz gut aus, mal davon abgesehen, dass ich jede Menge Leben verliere. Wer hält länger durch? Ich halte länger durch. Dass das mal klar ist. So, was gibt's denn hier? Achso, ungespendete Nüsse, Muttern. Erhalten 20% Dividende. Monopoly des Grüßen. So, was gibt's hier? Nüsse oder Power Deals Slightly More Damage? Nein, dann nehmen wir die Nüsse. Der Power Damage ist uns nämlich schön egal. Jut. Na, Level 6. Ist auch schon wieder mal so semi-erfolgreich. Was nicht ganz, was nicht nicht erfolgreich ist. Komme ich nur an dich unten ran. Au. So, indem ich Schaden kriege. Super. Weil jetzt werden natürlich auch langsam die Level so ein bisschen hoch. Unerträglich. Siehst du, du gefällst mir. Du guckst in die falsche Richtung. Und feuerst sonst wo. Die Klebe gefällt mir auch so gut, weil die ungefähr Damage-Bereich hat wie der Schild an sich. Das heißt, ich kann die meiste Verschwendung an Schild noch verhindern, indem ich die Gegner haue. Was bei der normalen Standardwaffe von Ace nicht so der Fall ist. Da rauschen die Gegner zwangsweise erstmal in den Schild rein, bevor ich sie treffen kann. Was natürlich nicht der Zweck des Schildes ist. Na toll. Das war jetzt nicht so toll. Jetzt klappt's. Alles klar. Die Weltenschnecke, wo ist sie, wenn man sie braucht? Ah, warte. Gleich. Jetzt und stopp. So, wo sind wir denn hier? Ein Shop, na schön hoch. Ach, Bot. Na Gott sei Dank. Bot, Gott sei Dank kann ich mir das Leben noch nicht leisten. Enemies stoppen everything. Everything. Wir nehmen erstmal den Bot, glaube ich. Obwohl das natürlich mit dem anderen besser gewesen wäre. Ist egal. Was warst du nochmal gleich? Achso, im kritischen Bereich kriege ich mehr Schaden und so. Okay, Gott sei Dank sind wir gerade noch nicht im kritischen Bereich. Ja, hau ihn! Danke! Ich stehe auf die Repos. Wisst ihr? Man muss sich um viel weniger kümmern. Finde ich gut. Was ich letzte Woche auch gesehen habe, war mal wieder Beverly Hills Cop 1. Kennt einer noch den Beverly Hills Cop? Eddie Murphy? Die Plattform ist abartig langsam. Der Film ist von, was war's, 1984 oder so? Als die Leute auf den Straßen noch ohne Handy rumgerannt sind. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das kann man sich so gar nicht mehr vorstellen. Die haben einfach nur geradeaus geguckt. Nicht nach unten. Das musst du dir mal überlegen. Die haben geradeaus geguckt und mit den Leuten geredet, die um sie rum sind. Kann man sich das vorstellen? Heutzutage nicht mehr. Fand ich gut. Was sie damals anhatten. So seltsame Sachen. Müsst ihr euch einfach mal angucken, das peinliche Zeug. Was will ich überhaupt hier oben, wenn es hier eine Waffe gibt? Die hässliche Axt, ich glaube nicht. So, das war ein Geowurf. Ach ja. Mir krampft gerade schön den rechten Arm. Komplett bis hoch, weil ich den Zeigefinger so arg auf die Sprint-Taste gedrückt halte. Na, ist natürlich völlig übertrieben, aber schön ist trotzdem nicht. Hoch, ein Token. Extra für mich. Komm ich hier ran? Tatsache. So, Schild. Okay. Ach hier, stimmt, hier ist er wieder, der Shop. Dann werden wir uns jetzt das Kleeblatt schnappen. Und dann gehen wir wieder. Können wir Leben gebrauchen? Nö, ne? Sehr gut. Da sind wir Gott sei Dank schon voll. So, cool.
kommt da erstmal an mit seinem Würfelhusten. Ach, der rotzige Spinner. Na toll. Siehst du, einmal getroffen. Eigentlich hätte er uns mindestens dreimal treffen müssen oder so. Aber dadurch, dass wir diese Damage in Vulnerability Gedöns Dingsbums haben, ist das gar nicht so wild. Ja, mach's doch mehrere Male, du Penner. Ach man, der war fies. Aha. Hack. Spinner. Na siehste, hast du davon? Wer mit dem Eis spielt? Oder so. Noch ein Hyper-Sash. Nee, danke. Du, ich weiß, weil ich genug habe. Ja, Kartoffel oder Mutter? Kartoffel oder Mutter? Kartoffel oder Nuss quasi? Eine richtig gute Frage. Ich hoffe immer noch besseres Zeug im Shop eigentlich. Jetzt kommt der verdammte Todeslotus, Alter. Wer ist denn dann der Letzte? Scheiße, der Rollator, ne? Kacke. Den will ich eigentlich... Hast du, bist du schön ausgewichen, Flap. Hast du super gemacht. Den Rollator wollte ich eigentlich nicht als Letztes sehen. Aber naja. Geht's denn hier hin? Lalalala. Huch. Der Speer. Nee, ne? Nicht, wenn ich die Gläser habe. Ausgezeichnet. Ich liebe Gehuvere, wenn ich schon keinen Doppelsprung habe. Wo geht's denn hier lang? Ist hier rechts rum? Ach, Tatsache. Ist ja sehr unauffällig. Au. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Wer den dummen Ace in die Falle gelockt hier. Au. Warte. Jetzt. Warte mal. Schön sachlich bleiben. Hier will ich mich eigentlich auch noch hoch. Sehr gut. Genau das, was ich mir jetzt schon immer gewünscht habe. Ein bisschen mehr Leben. Au. Okay, light him up. Oh Gott, auf Level 7. Wisst ihr, das Problem ist daran, dass mir hier das eigene Schweben gerne mal einen Strich durch die Rechnung macht. Ich würde echt gerne hochkommen noch. So in 6 Sekunden. Alter. Hallo. Ach, Alter. Entweder war die Plattform nicht da, oder ich bin mit dem Kopf gegengesprungen. Also das ist ja Tragik pur. Das ist ja unglaublich. Ja, hast du denn aber auch total den Blackout? Finde ich. Also ich hab da total den Blackout bei sowas. Ich versuch's dann ab und zu mal ein bisschen so inne zu halten. Aber schaffen tue ich's sehr selten. Brainfart. Gibt es hier eine Kiste? Nein, natürlich nicht. Ab und zu gibt es da eine. So, schön drauf warten, bis der verdammte Flap vorbei ist. So geht's natürlich auch. Da komme ich noch nicht ran. Und eigentlich brauche ich da auch gar nicht ran. Da, 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 da. Au, Penner. So, beim letzten Mal hatten wir ja so eine Fließbänder hier, so eine verschwindenden, wo dann zwischendurch mal was leer blieb. Das ist hier Gott sei Dank noch nicht der Fall gewesen. Hier geht's wieder irgendwie runter. Oh, noch ein Labor. Ja, definitiv. Immer. Ich kann's nicht lassen. Ich finde das einfach zu geil. Wir haben leider nicht den Twinifier zwischendurch gefunden. Aber was willst du machen? So, jetzt ist natürlich vieles hier null und nichtig, was wir vorher eingesammelt haben. Aber ich mag es doch so sehr. Ja, am besten nochmal. Ja, zumindest können wir nicht sehr oft getroffen werden, weil wir ja den Dingens eingesammelt haben. Los, Leute. Mit vereinten Kräften. Das heißt aber auch, ich habe jetzt ein Leben mehr. Au, den verraffe ich jedes Mal. Dass der sich noch selber quasi da so ein bisschen... erblühen lässt. Au. So
zählt das jetzt noch mit der Angriffskraft irgendwie? Jetzt haben wir irgendwie bloß auch plus, noch, bloß auch plus 7. Warum eigentlich? Wir hatten noch... Oh, scheiße. Wir hatten noch mal plus 11 gehabt. Sehr seltsam. Aber so ein Muttersammelbot, mal von der Truhe natürlich abgesehen, der fehlt irgendwie trotzdem noch. Finde ich. Hier oben ist heute mal gar nichts, okay. Dafür war unten ein Flap, der uns voll im Weg gestanden hat. So, wie sieht's hier oben aus? Okay. Wisst ihr, ich komme euch einfach mal hier angeschwebt, magnetomäßig. Dann haut euch meine... Bist du fertig, Truhe? Nee. Dann haut euch meine Truppe an Repros hier schön eins auf die Mütze. Okay. Wir haben zwei Token. Mehr Bots, bitte. Mehr Bots. Oder ein stärker Armband. Natürlich, gerne. Warum eigentlich nicht? Ach ja, wie war eure Woche? Wollte ich eigentlich schon am Anfang der Folge fragen. Dabei war ich erstmal so schön egoistisch damit beschäftigt zu erläutern, was mir so heute den Tag passiert ist. Macht sie fertig. Auf die Mütze. Siehst du, mein Headbutt-Bot, den hatte ich ja vorher schon eingesammelt. Der ist jetzt schon auf Level 2. Das ist ganz cool eigentlich. Das Zookeeper-Siegel wäre so cool. Aua, jetzt bin ich schön reingelatscht hier. Das Zookeeper-Siegel wäre sehr nett jetzt. Jetzt hau doch mal den kleinen Lotus da kaputt. Danke. Wisst ihr, langsamer nähert sich das Eichhörnchen. Sehr langsam. Ach Gott. Langsam wird es auch ein bisschen laut und voll hier, ne? Man müsste quasi eigentlich auch schneller zum Lotus hin. Und vor allen Dingen musst du wirklich dafür sorgen, dass oben die Kleinen wegbleiben. Also wir machen ja nicht sehr viel Schaden. Vor allen Dingen musst du wirklich erstmal hin zu dem Kollegen. Dass dann die Repros überhaupt reagieren. Aber wenn du da bist, legen sie gut los. Den einen Bot, den kann man so richtig schön ausrichten. Wenn man denn Zeit hat dazu. Ja, machst du ganz toll. Hängt da unten rum. Die dumme Sau. Mann. Ja, komm hier, jetzt hauen wir ihn schön auf die Fresse. Alle zusammen. Alle auf den Lotus. Das erinnert mich daran, dass ich den einen oder anderen Mel Brooks-Film mal wieder gucken muss. Alle auf den Lotus. Los, alle auf den Lotus. Das Sprichwort ging natürlich anders. Mit Sprichwort meine ich natürlich Zitat. Ach ja, siehst du, hier... schön mal so 5 Minuten für den Lotus gebraucht. Das ist auch mal nett. Ja, guck mal, wie weit die Mörderdrohne zielen und schießen kann. Das glaubst du gar nicht. Wenn es stationäre Gegner sind, ist das richtig praktisch. Sind es ja leider meistens nicht. So, kommen jetzt hier wieder alle auf da, tetere und so. Fitzelchen hat er noch. Mal ein ganz kleines Fitzelchen. Komm hier, Mörderdrohne. Wer macht den Final Blow? Mein Spuckebot war's. Okay. Der Spuckebot ist der Grüne mit den gelben Stacheln. Der spuckt ihn so randommäßig. Achso, stimmt. Die Truhe darf ich auch nicht selber aufmachen. Jetzt gibt's ein... Oh, die Truhe. Also, erste Mal gibt's jetzt hier Maximum plus ein Leben. Sehr schön. Und natürlich noch volles Leben. Und einfach mal... 6, was? Oh, noch eine. Ah, noch ein Leben, schön. Der Rebeginner. Jetzt habe ich 2 davon ausgezeichnet. Und 6 Leben. Armor, würde ich sagen. Okay. Alles nicht so fantastisch, aber zumindest haben wir 2 weitere Versuche. Wir nehmen Muttern. Wo haben wir eigentlich 22 Leben mehr? Achso, das ist der Randomizer. Der Randomizer hier, das Würfelgedöns, was wir aus dem Dingens hatten. Ne? Wunderschön erklärt auch. Das Würfelgedöns aus dem Dingens. Und damit meine ich den Würfelhusten aus dem furchtbar sicheren Labor. Wisst ihr, hier, es kündigt sich an, wir nähern uns dem Rollator. Ein Eis,
Bot wäre noch geil. Der hier so randommäßig die Fallen vereist. Das wäre ganz geil eigentlich. Gibt's leider nicht. Wir haben zwar so einen kleinen Pinguin hier dabei, aber der macht leider nichts mit Eis. Gott, jetzt musst du ja echt aufpassen, wo der lang eierst. Und hoffen, dass die Lotusse. dass die Bots hier das treffen, was du willst. So zum Beispiel. Ich komme nicht von einer Plattform auf die nächste gesprungen hier. Das ist ein bisschen, ne? Irgendwie so scheiße. Oh Gott, das war jetzt nicht so klug. Oh Gott, ich bräuchte noch einen Bot, der mir an der Nase kratzt. Den könnte ich gerade richtig gut gebrauchen. Die Snomp dreht sich um. Das ist ja super. Das wusste ich gar nicht, dass die Snomp sich umdrehen kann. Oder ich hab's nur nicht bemerkt. So, macht sie fertig. Ich warte hier hinten. Macht sie fertig. Ach du Scheiße. Ja, ich hab natürlich gesehen, dass es hinten runter geht. Aber ich will erstmal hier so viel wie möglich auch kaputt hauen. Um vielleicht noch ein paar Muttern zu bekommen. Könnte ja sein, dass da hinten ein Shop lauert. Das ist jetzt... Na endlich, hab da mal... Na toll, reingerauscht. Ich hab da mal einen Kopf davon kaputt gemacht hier. Ja, so ist auch schön. Die Dreifach-Snom fühlt sich nicht geagrot und wird trotzdem die ganze Zeit vom Spuckebot getroffen. Ausgezeichnet. So ist das super. Ach, na toll. Wieder fast reingelatscht. Haut sie. Tut ihr weh. Danke. Okay. Ah, na toll. Gab leider keine weiteren Muttern. Aber 108 sind ja erstmal okay. Oh, hier guck, da sind ja gleich wieder drei Bots hier. Was soll denn das? Also wir nehmen den Gapminer, haben wir schon. Das ist unser Schild. Der ist gerade nicht im Angebot, aber billig ist er trotzdem. Jetzt haben wir zwei davon. Ein weiteres Leben für 60. Enemies drop more energy brauchen wir absolut nicht. Dafür nehmen wir aber das Leben. Und ja, mein Gott, was soll's hier? Komm. Drei Leben, was kostet die Welt? Ach je. Es wird langsam wieder unübersichtlich mit den ganzen Bots hier. Wir haben drei Leben hinter uns her zu eiern. Ist ja cool. Mal gucken, ob wir diesmal eins davon brauchen können. Das sieht ja soweit ganz gut aus eigentlich. Haut ihn. Haut ihn. Danke. Oh Gott. Ah, das war nicht gut. Da liegt noch eine Mutter. Die würde ich dann mitnehmen. Danke. Wie kann man also regulär Schaden von den Bots erhöhen? Das würde mich noch interessieren. Und geht das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Wäre natürlich zu geil, wenn man einfach irgendwie von den Bots den Schaden erhöhen könnte. Außer natürlich, wenn man weitere von der gleichen Sorte findet. Das haben wir ja schon mitgekriegt, dass sie dann aufleveln. Snom, hau ihr auf die Fresse. Dass der zweite Ladungsschüsse dann immer gegen die Wand geht. Durch die Wand geht. Das ist ein bisschen nervig. Ach, schön. Ja, toll. Weißt du, hast du sie kaputt gehauen, dann wirst du direkt vom nächsten Idioten getroffen. Wo geht's denn hier hin? Was gibt's denn da oben? Ich sehe es leider nicht. Eine Waffe. Wir können ja mal gucken gehen. Wenn wir schon mal hier sind, es gibt den Pizzaschneider. Super. Au. Einmal ist keinmal. Ach, verdammte Wespe. Immer diese Wespen. Fünf Muttern, das ist es total wert. Auch mal in die Lava zu fallen. Schön vorsichtig. Wir haben ein bisschen arg Sprungkraft. Au. Jetzt haut ihn. Haut ihn doch einfach mal. Tut ihm weh, tut ihm weh. Gott. Einfach ein bisschen zu unkontrolliert auch teilweise hier. Aber wir kriegen ja immer mal wieder ein bisschen Leben dazu. Siehst du, wie ist denn das jetzt mit der Rüstung eigentlich? Wie verhalten sich das da? Kriegen wir durch Bot-Angriffe dadurch... Ah, scheiße. Dadurch Lebenspunkte möglicherweise. Ich muss mal gucken. Gott sei Dank ist es ja mit den Nüssen genauso, mit den Muttern.
Das war nicht allzu viel. Das war nicht... Ach scheiße, alle Dinger einbüßen. Alle Kräfte. Wir sind immer noch bei 14. 14 von 16. Au. Das Level, ich hasse... Ich hasse es, wenn das Level so schwer wird, dass du da schon, dass du schon alleine am Level stirbst. Hat mein Schild gerade wunderbar abgewehrt. Finde ich gut. Genau deswegen habe ich das gerne dabei. Also mein Repro-Schild meine ich natürlich. Jetzt hau ihn noch mal. Verdammt noch mal. Mach ihn kaputt. Die große Wespe genauso. Danke. Ah, na toll. Aber es geht, es geht. Wir haben keine Miese gemacht, was die Lebenspunkte angeht. Jedenfalls nicht viel. Nichts, was wir nicht ausgeglichen hätten. So, den brauchen wir trotzdem noch nicht und den auch nicht. Und alles, eigentlich brauchen wir davon überhaupt nichts. Sehr gut. Dann nehmen wir uns noch ein. Nehmen wir uns ein Leben? Nee. Brauchen wir nicht. So, dann jetzt hier. Rollator. Rollator gegen die Repros. Das rollende Wunder. Und ich nur am Ausweichen. Ist doch auch schön. Ah, toll. Wenn es mal so gut klappen würde. Eigentlich bräuchte ich bloß hier eine Weile oben stehen. Weil hier oben... Ah, ne? Tschüss. Ich wollte gerade sagen, hier oben kommt da nicht ran. Hier oben kommt daher gar nicht ran. Oh Gott, jetzt wird's haarig. Ja. Ja. Das machst du ganz toll. Ich glaube, jetzt ist er fertig. Okay. Und das ist nur das erste Level von ihm. Ach, geht auch noch direkt in meine Richtung. Ach, die Sau, Alter. Diese Sau, und das ist Level 8. Das heißt, der tut sich ja auch noch mehrere Male verdingsen. Au. Der tut sich ja auch noch mehrere Male teilen. Das heißt, eigentlich müssten wir darauf achten, erstmal einen komplett fertig zu machen. Das kannst du aber mit dem Box, mit den Repros völlig vergessen. Ach je. Ja, mach am besten auch wieder los. Ja, das war mir so klar. Ja. Ach Gott. Okay, einer ist fertig, der zweite ist fertig. Sehr schön. Haut ihn, haut ihn. Oh, toll. Au. Oh, ist ja schnell. Scheiße. Habe ich den schon mal besiegt gehabt? Auf Level 8? Ich weiß es gar nicht. Gott. Ach, Nummer 2. Ah, 3. Okay. Gott. Komm, schnappt ihn euch. Fass. Entschuldigung, da war er weg. Oh je. So. Noch mehr Kraftangriff, na super. So, wir nehmen die Mutter an. Und weiter geht's. Ja, auf ins Endgame. Stückchen. Level 8 plus 1. Wieder nur Ausweichen mit Ausweichen zu tun hier. Alles andere machen dann die Bots. Und nach wie vor, wir haben noch 2 Leben quasi. Wir brauchen uns nicht ums Runterfallen Sorgen machen, denn wenn wir runterfallen, frisst das kein Leben. Wir müssen uns nur um die anderen Fallen hier sorgen. Was ganz gut ist. Wir können auch nicht allzu oft, allzu oft getroffen werden. Och, 5 Muttern, sehr schön. Au. Na toll. Nicht günstig, aber frisst auch Gott sei Dank kein... Na toll, kein Leben. Das Schlimmste ist einfach, gegen diese Dinger gegenzuspringen. Wie jetzt zum Beispiel. Ich schaff's aber auch immer wieder. Es ist unglaublich. Gibt's hier eigentlich geheime Levelabschnitte? Im Endgame? Ich weiß es gar nicht. Warum rausche ich eigentlich immer gegen Dinger gegen es?
Irgendwie lasse ich mich zu sehr von denen ablenken. Oder vom Rest oder so. Keine Ahnung, wir haben noch 3 Leben übrigens. Und also, wir haben noch 3 Lebenspunkte und dann haben wir noch 3 Leben. Oder so. Ja, hau den Lotus. Ach, in die Biene reingesprungen. Ach, das ist ja... Wollte schon sagen. So weit kommt er denn Gott sei Dank doch nicht. Ja. Das sieht ja soweit alles ganz gut aus. Vielleicht brauchen wir die anderen beiden Leben gar nicht. Jedenfalls nicht in diesem Level. Hau ihn! Den Biene! Das gibt's nicht. Die Laser. Ja. Die Laser sind das Schlimmste hier. Okay. Das läuft. Ja, Gott sei Dank kriegt der Käfer nicht, schießt der Käfer nicht zurück, wenn meine Bots den treffen. Das ist ganz gut so. Ah, na toll. Nein. Ist zwar ganz nett, dass mir jetzt nach oben geholfen wurde. Aber trotzdem, na toll, die bleiben wieder länger. Au. Wir wursteln uns hier irgendwie so gerade ganz gut durch, muss ich sagen. Bis hierhin. Hä, habe ich da gerade unten was gesehen? Nee, ich dachte schon. Na toll. Ja, lassen wir uns einfach mal fallen. Schlimmer wird's ja nicht. Abgeblockt, okay. Au. Vielleicht sterbe ich. Zum ersten Mal. Weißt du, immer wenn du denkst, das wird ein schneller, kurzer Tod oder sowas, wird es eine abartig lange Folge. Das ist irgendwie... Irgendwie ist das immer so. Au. Ich hab gerade so einen Kaffeedurst, glaubst du gar nicht. Au. Ein Leben noch. Also, ein Lebenspunkt noch. Oh. Warte, jetzt aber. Ah, gut, okay, alles klar. Ja, belebt mich bitte an Ort und Stelle wieder, nur um mich dann runterzuschmeißen. Dankeschön. So, dann war das jetzt Leben 1, jetzt haben wir noch 2. Au. Okay, Konzentration. Nichtsdestotrotz hier. Warte. Oh je. Ja, tschüss, Mine. Creeper. Das ist auch fies. Diese. Das Ding ist auch voll fies. Ja, toll. Das versuche ich jetzt so lange, bis es klappt. Danke. Oh Gott. Da. Ja, jetzt bitte noch Eisplattformen. Ist total nett von euch. Oh Gott, dann kommt doch Dr. White. Oh Gott. Warte. Schade. Versuch Nummer 2. Hallo, Lotus. Toro. Oh Gott. Das sah ja fast nicht peinlich aus oder so. Aber wir sind durchgekommen. Mit der Kraft der 3 von den Herzen oder sowas. So, Brauchen wir nicht. Attack Damage, Attack Speed Up. Also Increase Attack Speed. Gilt das auch für Bots? Frage ich mich. Wahrscheinlich nicht. So, Body Kills Might Restore Health.
Powerkill zum Beispiel soll, na toll. Bringt mir beides genauso wenig. Leben könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Toilets Energy vor HP und Power Damage. Okay, ja, das ist gut. Das nehmen wir. War jetzt richtig viel. Och. So, dann nehmen wir das Leben. Und können wir uns das noch leisten? Ein Kühlsatz Hexbit. Ich will mal gucken, ob das für die Bots gilt. Lässt sich jetzt gut mit dem Spuckbot sehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Ne, bringt überhaupt nichts. Alles klar. Gut zu wissen. 25 Muttern, for science quasi. Der Duke of Development, damit sein muss. So, hau ihn. Hau ihn, nicht mich, ihn. Eigentlich brauche ich wieder bloß den ganzen Tag fliehen. Und da geht's eigentlich. Schrapnelle sind ja eigentlich das Schlimmste. Der holt. Jetzt sehe ich das erste Mal, wenn er die gelben quasi Eisdinger schmeißt, da kommt ein Pinguinkopf aus seinem Arm raus. Das ist ja widerlich. Zu genau, der hat auch die Flügel von Eternal Star, ne? Also eigentlich hat er quasi ja alles. Aber dass er quasi den Kopf von dem Pinguin da rausholt, das ist schon ein bisschen widerlich. Au, mach nicht sowas. Tut ihm weh. Hat wieder keiner gemerkt, wie schön ich gerade dem einen Ding ans Ausgewichen bin, in dem ich hier umgeschwebt bin. Arg! Kommt da noch Dame? Dem geht's aber auch richtig gut. Oh. Von der Sache her. Ich würde ungern jetzt nochmal direkt sterben. Sehr ungern. Das tut ihm doch einfach mal ein bisschen weh. Gott, der mit seiner Mumpel, die er da mit dem Laser durch die Gegend schleppt, das ist sein Twin-Ding, ne? Die Twins haben das auch auf den späteren Leveln. Au, damit haben wir mich jetzt auch schön getroffen. Gott! Das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Na toll, jetzt hat er mich. Die Sau. Komm schon, ich will jetzt hier nicht noch sterben direkt. Ach, scheiße. Weißt du, das wäre echt nicht nötig gewesen. Aber wenn jetzt hier das Zugübersiegel drin ist, wäre ich sehr glücklich. Ja genau, Armcore ab, na Gott sei Dank. Power Damage, plus 3 Power Damage, auch sehr hilfreich. Und die Kartoffel sowieso. Na gut. Was willst du machen? So, haben wir einen Fluffy kaputt? Brauchen wir die 5 Muttern noch? Ne, komm, diesmal lass mal leben. Scheiße, auf die 5 Muttern geschissen. Ach je. Letztes Level. Ich bin ja gespannt, ob wir das hier ein weiteres Mal schaffen. Es wäre, glaube ich, nicht das erste Mal, wenn ich es mir jetzt richtig in Erinnerung rufen kann, die Daily Challenge zu schaffen. Aber ohne Angriff wäre es natürlich mal richtig Sahne. Ach, na toll. So jedenfalls nicht. So auch nicht. Oh Gott. Tut ihm weh. Au. Ja gut, die Muttern geben ab und zu Leben, ne? Haben wir auch schon mitgekriegt. Aber nur ab und zu. Können wir das Token noch gebrauchen? Wahrscheinlich auch eher weniger. Ach Gott. Zu viele Damage-Dealer hier. Kacke. Warum bin ich denn jetzt so langsam eigentlich? Also was das Springen angeht, kommt mir gerade sehr komisch vor. Das ist sehr seltsam. Kommt mir jetzt irgendwie ganz komisch vor gerade. Da gab es wieder ein Leben. Schön. Da gab es wieder weniger Leben. Ich komme mir gerade so furchtbar langsam vor. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ach, hier ist eine Mauer. Die habe ich gleich gesehen. Hau ihn! Mein Gott! Ach Gott, ey. Unkonzentriert, aber stellenweise die Farben hier und so weiter. Ich schieb's einfach mal auf die Farben, darauf, dass zu viel los ist und so weiter.
Außerdem ist meine erste Runde 20XTX, ehrlich. Los, hau ihn. Okay, also, ich will es nicht beschwören, aber, also ich will nicht drauf schwören, aber das nächste Mal, wenn wir Zug über Bürde quasi finden, nehmen wir es nicht. Außer wir haben wirklich einen vielversprechenden Lauf, was die Repros angeht. Dann nehmen wir es natürlich gern. Jetzt mach den verdammten Flap da fertig. Ich will hier runter. Au, ich will nicht hier runter. Hau den Affen. Danke. War Ace schon den ganzen Tag so langsam? Der kommt mir gerade voll langsam vor. Warum habe ich einen... Ach's. Ja, ist okay. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gemerkt. Warte mal, ich kann nicht nach links gehen. Warte. Da, das da. Interesting Times hat uns quasi die Geschwindigkeit geraubt. Gut zu wissen. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Wir sind minus 1 Geschwindigkeit. Au. Aber was ist davon hochgegangen? Wahrscheinlich gar nichts. Also jedenfalls nicht viel. Da kommt ein kleines Gebiss an. Mine? Lauf los, danke. Sehr gut. Gott, fall bloß raus hier. Gottes Willen. Au. Au, ja, auch wieder schön reingerannt in den verdammten Affen. Dafür gab es aber auch direkt mal Leben. Pinguin. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Kann sich auch nur noch um den Tag handeln hier. Au. Das wird aber auch nicht einfacher. Naja, jedenfalls nicht viel. Alter, wer hat mich jetzt gehauen? Bescheuert? Ach, den habe ich gesehen, der mich gehauen hat. So, wir lassen es einfach mit da unten. Wir können ja mal so gucken gehen. Lohnt sich's? Nee, wahrscheinlich nicht. Wie soll ich denn hier lang kommen? So, wa? Lalalala. Das Leben, na toll. Ich wollte gerade sagen, das Leben nehmen wir natürlich mit. Oh. Das gab auch nochmal mindestens ein HP. Irgendwo rennt man immer rein. Und wenn es in Pferdesporen sind. Unglaublich. So, mach den Lotus fertig. Pass. Das kann dauern. Sehr gut. Wir halten uns mit den HP, ne? Wenigstens ein bisschen. Das ist auch ein bisschen fies, was sie hier machen. Mit den... Ich glaube, ich habe mich hier noch nie so gut umgeguckt. Stellenweise, wenn dann von links und rechts quasi die Feuerdinger parallel kommen, ist schon ein bisschen scheiße. Gott, ist er langsam, der Ace. Kommst du stellenweise nicht mal über die einfachsten Abschnitte hier rüber. Ja, hoffentlich ist das nachher im Boss-Level nicht so. Nee, warte mal, gehört ja dazu auch. Das ist richtig scheiße. Das Boss-Level gehört ja dazu. Das ist dann natürlich richtig doof. Tschüss. Ja, kannst du eigentlich bloß dich irgendwo vorteilhaft hinstellen und warten, bis deine Kollegen alles kaputt gehauen haben. Mann. Oh, nochmal ein Shop am Ende. Schön. Freeze all foes when a hit knocks you into red. Sehr schön.
Das nehmen wir mit, das ist im Angebot. Wir nehmen, ja klar, warum eigentlich nicht, nochmal ein Leben dazu. Health Pickups might grant armor. Ist das jetzt noch nützlich oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann nehmen wir noch, wir haben nicht genug Cash. Okay, dann nehmen wir den noch. Gut, gab es draußen einen Automat? Ja, Tatsache. Sehr gut, noch ein bisschen Leben gesammelt. Und ja, da kannst du mit quasi 3 Leben zum Schäffchen gehen. Was für eine lange Folge heute schon wieder. Mann, ey. Ich glaube, dann werde ich zwischendurch doch Kaffee trinken. Hinterher! Repro-Armee. Au. Fragt sich, ob sich das lohnt hier. Au. Scheiße, muss ich jetzt echt unter den Füßen durch? Ach Mann. Warte. Danke. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann mit diesen verdammten Spitzen. Hike! Ich komme auf die einfach nicht klar. So, jetzt haut ihn. Tut ihm weh. Tut ihm ganz doll weh. Oh Gott, das kann dauern. Ja, hallo Nina. Hallo Ace. Und hallo Ace. Halber Ace. Und hallo Nina. Das machst du ganz toll. Okay, fast. Wir können fast 2 umgehen, aber nur fast. Wozu hat er eigentlich die kleinen Tentakelärmchen da unten dran? Die sind mir auch noch nie aufgefallen. La 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 la. Hau ihn. Hau ihn, hau ihn doll. Töte es. Töte es mit Feuer. Ach man. Zu viel Zeit zum Quatschen. Ace, was machst du da oben? Au. Hops. Hops. Ja, das Unverwundbarkeitszeug ist eigentlich ganz gut. Also wenn du quasi gerade schon mal getroffen wurdest, dann ist es, kann dir das nächste Zeug eigentlich ziemlich egal sein. Oh ja, genau, weißt du. Überall kommst du mit dem Kopf gegen, ey. Das ist unglaublich. Ich bin fast sofort oben, ich schwör's. Also, Mann! Das ist eine Scheiße. Kann ich jetzt endlich mal hier hoch? Dankeschön. Oh Gott, also mindestens die Hälfte haben wir schon. Ist das nicht schön? Guck mal, rafft da gar nicht. Rafft da gar nicht, dass wir hinter ihm her sind. Au, danke, Ace. Die droppen aber auch nichts, die Schweine. Die Schweine-Ace. Komme ich hier irgendwie rüber? Nee, ne? Nicht wirklich. Och, was macht er denn? Mal up. Danke. La 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 la. Ach komm. Ah, geht doch. So, mal schnell an der Nase kratzen. Danke. Einmal noch. Dann haben wir ihn. 8 Lebenspunkte. Da hat er mich. Zumindest einmal. Gott, die ganzen Aces und Ninas hier. Ist ja schrecklich. La 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 la. Ja, okay. Mach das andere Bein. Das andere. Jetzt wieder das andere. Dankeschön. Hallo, danke. Au. Okay, schön sachlich bleiben. Und jetzt sind wir oben. Und da ist er tot. Meine Fresse. Klasse. Können wir uns hier noch umgucken? Nö. Nee. Jetzt geht's los. Gott, wir sind ja furchtbar langsam. Na, Gott sei Dank. Mit unserer reinen Willenskraft drängen wir das Feuer zurück. Hier ist der Pinguin wieder. Kann ich den mitnehmen? Warum kann ich den nicht mitnehmen? Hier soll es noch andere Gimmicks geben. Wie zum Beispiel ein Hyper-Sash in der Toilette oder so. Hallo? Habe ich ihn ja, Sash. Mach mal bitte die Tür auf. Danke. Irgendwo soll ein Hyper-Sash in der Toilette rumliegen. Ich sehe absolut nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Und so irgendwie so eine andere Spielereien. Wenn der seinen verdammten Laser macht, sehe ich immer so ziemlich überhaupt nichts.
Es ist sehr nett, wenn das Zeug einfach, Alter, verschwindet, wenn ich gerade versuche, drauf zu springen. Ist auch perfekt getimed hier immer. Gibt's irgendwas dafür, wenn man hier keine Viecher so kaputt haut währenddessen? Keine Ninasisse und Acesse quasi. Halt schön drauf warten. Danke. Das ist eine freundliche Schiffsexplosion, die wartet auf uns. Oder zumindest eine höfliche. Danke. Ich glaube, ich bin noch nie so langsam in einem Spiel geflüchtet. Aber ob der Buddybot hier überhaupt unser Freund ist? Guck mal, der schießt auch immer nur, wenn die Repros im Weg sind. Das ist ja seltsam. Weil wir ja selber auch die Kontraktoren im Weg sind. Also unsere anderen Alter Egos quasi. Sehr seltsam. Das Spiel hat sowieso eine ganz verworrene Handlung. Also wer die Lores sich durchliest, der weiß, was ich meine. Na. Hui, eine Daily Challenge erfolgreich bestanden. Langsam, aber gründlich. Okay, lädt gerade hoch wieder. Da kommt das Intro, Outro, was wir schon kennen. Da kommen die Credits, die wir schon kennen. Und hier ist das Hub, was wir so lieben. Und dann werden wir uns jetzt nochmal, ja, die Highscore angucken. Falsche Taste, Moment, so. Ist auch frech. View Leaderboard mit B. Und dann und hier bestätigen, aber mit A. Weil B geht hier raus. Ich kann nicht nach oben. Das ist so nervig. So, Solo. Daily Challenge Score. Jump to Score. Achso, da war ich ja auch schon. Siebter und der mit den wenigsten Punkten gefinisht hat. Das musste auch erstmal bringen. Gut. Okay. Dann, ja, wer ist das für heute gewesen mit der Daily Challenge? Die wird jetzt mit einer Stunde 10, eine Stunde 12 ein bisschen lange brauchen, um fertig zu werden. Ja, das heißt 16, 17, gucken wir mal, vielleicht 18 Uhr. Na gut, Hauptsache noch heute. Dann, ja, wäre es das gewesen für heute. Bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, es hat Spaß gemacht und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.